Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und heute? Oh, heute sind wir in der Stadt. Guck mal, hier tanzen alle. Was war das gerade? Das ist verdammt laut. Wir gehen hier einfach mal weg von der Party, das ist mir hier zu laut. Und gehen wir zu unserem alten Freund. Wahrscheinlich den wir gerettet haben, ne? Aloy! Du bist es, oder? Baum, hier drüben! Hier als zugezwinkert? Hä? Das ist gar kein Baum. Also, Aloy, hier. Ich habe etwas für dich. Ja, komm. Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Nora Kriegerin. Nora Überlebende leicht. Nora Jägerin leicht. Nora Beschützerin leicht. Und stille Nora Jägerin mittel. Gib mal her den Scheiß. Der Rest kostet aber was, ne? Ja, danke dafür. Wieder aus. Aber ich glaube, meine Rüstung ist besser. Damit bin ich getarnt. Schönes Blau. Für die Grün-Blau-Schwäche. Da. Zieh sie an, wann immer dir danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Okay. Hallo Aloy. Möchtest du jetzt etwas kaufen? Was für Outfits habe ich denn am Start? Den hat er mir gegeben, ne? Ja, es ist ein bisschen besser als mein altes. Woher wusste er, wie mein Outfit aussieht, wenn ich erwachsen bin? Woher wusste er das? Seltsam, ne? Aber ich glaube, das ist besser. Ist das schusssicher bei mir? Ich glaube schon, ne? Das hat nicht mal Effekte. Was gibst du mir da für einen Scheiß? Oh, es hat eine Modifikation. Es tut mir leid. Auf Wiedersehen und viel Glück bei der Erprobung. Jupp. Gut, wir haben auf jeden Fall noch eine Schatztruhe. Die möchte ich gerne öffnen. Großzügige Belohnungskiste. Nice. Feuerwiderstandstrank. Es sollte jeden Tag ein Fest sein. Spannend. Kann ich wieder aufstehen? Voll schön, also ich hab da Stunden verbracht, so schön ist das. Okay, hier kann man sich anscheinend kurz aufwärmen. Du bist schon betrunken. Aber ans Feuer stellen. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Ja, geklaut. Kam alles Leben von der urlosen Tag. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos
Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich, Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König, eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Okay. Oh, schön. Als meine Jetzt Mutter hört jung genau war, zu. War die Erprobung Denn ihr müsst diese okay. Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr... Das ist so weit zu der erfundenen Maschine der Nora. Was? Ach, du bist auch hier. Die haben eine Geschichte erfunden, um... Komm mal her, Aloy. ...den Kindern klarzumachen, dass Maschinen böse sind. Ja, ich bin doch hier, Mann. Dreh mal nicht durch. Horst, was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Warum bist du hergekommen? Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde sie nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, ja, ja. Du bist doch... War ein Witz, Carst. Mann. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Ich mach dir den besten Preis, versprochen. Na gut. Dann bin ich normale Schleuder holen. Ich hab hier einen Scharfschützenbogen. Jägerbogen, aber ich glaube, mein Bogen ist bisher der beste, ne? Warum organisieren wir uns hier eine Kaja-Schleuder? Hallo? Kaufen? Kannst du mir leisten? Ich seh's doch. Ach, Waffenbeutel voll. Toll. Das erklärt einiges. Ja gut. Dann verkaufen wir halt... 90? Es ist so
bitter, Sachen verkaufen zu müssen, die man eventuell noch braucht. Also gut, nein! Zeit zu gehen. Nein, nicht Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Wie die Schleuder haben. Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt. Dein Pech. Hast du mir gerade zugezwinkert? Ich kann nichts zurückkaufen. Also ich kann es nicht zurückgeben. Wartesprobe. Cool. Bis demnächst, Cast. Viel Glück. Ah. Rockbombe, Eisbombe. Ah, ich verstehe. Wir sollten uns definitiv noch ein paar Pfeile herstellen. Vielleicht ein paar Feuerpfeile. Nur so zur Sicherheit und vielleicht nochmal. Einmal alles voll machen. Die Kaja nahmen bei ihren Raubzügen vor 5 Jahren meine kleine Schwester mit. Urmutter, vergib ihnen, denn ich kann es einfach nicht. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Kaja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben Mörder und Versklaver! Von König Mörder und Versklaver! Hey, erleuchtet halt lass es. Das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osheran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Er ist böse. Ran und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Ich sehe es doch an deinem Gesicht, dass du ein Arsch bist. Alter. Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Sieht so aus, als wäre es an dem kahlen Mann. Diese Kaja dürfen unsere Heine, der besucht, er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Nicht nur er. Wo hat er einen Fokus her? Ups. Er trägt einen Fokus. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora? Hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Okay, er ist nett. Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey. Töte ihn jetzt! Du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Hier steht er toll. Eine Rüstung, Sack. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher.
Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Was für eine Rede. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Du bist trotzdem Arsch. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Rote Raubzüge? Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Du bist eine? Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Allein schon der Gedanke, ach Gott, ey. Wie blöd muss man eigentlich sein, um zu glauben, dass, wenn man Blut vergisst, irgendwas Übernatürliches damit denkt, ja cool, rotes Zeug, ich bin jetzt friedlich. Alter, wie endeten die Raubzüge? Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Osseram-Freibeuter. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Aha, und deine Schwester? Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha, entführt, ja, aber geopfert, nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Okay, die müssen wir auch noch töten. Störung? Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass, weil ihr sie jagt, sie böse werden?
Ist nur so eine Vermutung. Ich meine, wenn man mich angreifen würde, wäre ich natürlich pissig. Und wenn ich erfahre, dass mein Vater angegriffen wird, werde ich pissiger. Und wenn der einen Sohn kriegt und der Vater stirbt, wird der noch pissiger. Saying. Störung? Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend. Ja, kennen wir schon. Wenn sie es war, aber dann und jetzt noch ein paar, als ob das... Wie der Sägezahn? Ja, und wie kommt... Das weiß nicht. Die Karja. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Meridian? Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Na gut. Das waren alle Fragen. Ich hätte dann nochmal eine Frage an dich. Ja, das waren alle Fragen, habe ich gerade gesagt. Olin? Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Wie schön, dass du gerade deine Stimme kurz geändert hast. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Na gut. Das war ein langes Gespräch. Gib dich zur Segnungszeremonie. War das der Händler? Gut, laufen wir mal dahin. Sieh dich mal an, du bist voll schick. Ich weiß, meine Kleidung ist die beste. Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Wir beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Ja, Freunde, ich bin aber nicht da. Denn wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann beginnt die Segnung. Vielen Dank fürs Zusehen. Denkt dran, wenn euch die Folge gefallen hat. Ein Like würde mich freuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.